Ein gutes Angebot beim großen A hat mir diese Flasche Bowmore 19 Jahre French Oak Barrique beschert. Und zwar für 99,99 Euro. Was das Ding kann, das schauen wir uns jetzt an. Nach dem Intro geht's los, Kinners. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf Eila unterwegs, habe für euch ein Bowmore, 19 Jahre alt, exklusiv für Amazon abgefüllt. Und zwar ist das ein French Oak Barrique First Fill Chateau Lagrange Barrique Fässer. Gibt davon 4500 Flaschen und es gab vor kurzem ein Deal-Wochenende bei Amazon. Und eigentlich dachten alle, die Buddels wären ausverkauft, denn die haben früher 125 Euro gekostet und auf einmal tauchten welche von den Flaschen auf. Und die waren in dem Deal-Angebot für 99 Euro drin, oder also 99,99 Euro. Ja, und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und dann überlegst du auch nicht mehr lange und denkst du dann so, komm, was soll der Geiz, dann holst du einfach mal so eine Buddel. Ne? Habe ich dann auch gemacht, Buddel ist jetzt hier und wir können die Buddel aufmachen und mal probieren, ob das Zeug auch schmeckt. Denn viele haben gesagt, das Zeug soll gut gewesen sein und haben gesagt, die 125 Euro damals, wie viel das, glaube ich, gekostet hat, wäre ein guter Preis gewesen. Ich habe auch gesehen, das Ding gab es auch schon mal für 80, meine ich, im Angebot. Also der Preis ist dann mal sehr geschwankt. Mittlerweile kostet er 180 und kriegst du auch aktuell wieder nicht bei Amazon. Aber muss man mal schauen, Zweitmarkt regelt ja, da kriegt man eigentlich immer irgendwie was. Hat auch 48,9%, komische Prozentzahl, steht aber auch nichts drauf von Fassstärke oder sowas. Also vermute ich mal, wird das schon runter verdünnt sein auf diese 48,9%. Und es gibt insgesamt 4500 Flaschen. Ich wollte übrigens noch nachgucken, ob hier drauf steht, wann abgefüllt worden ist. Nee, das kann ich hier nicht sehen. Da sagt mir der Bottlecode leider nichts. Da muss ich nochmal gucken, vielleicht finde ich da noch was dazu. Aber wird vermutlich diese Abfüllung sein. Die gab es ja vor 3 Jahren, glaube ich, oder so. Kam die ja ursprünglich mal raus. Und ja, jetzt auch bei mir im Video. Ich habe ja zuletzt den etwas größeren Bruder davon im Glas gehabt. Der 21 Jahre alte. Der war so, ja, war nicht so mein Ding. Ne, ich hoffe, der hier liefert jetzt besser ab. Ich bin echt gespannt darauf. Und ja, ich würde sagen, wir halten mal die Nase rein und gucken mal, ob wir so ein Glas haben. Ne? Also los geht's, Kinders. Erster Moment, die erste Nase riechst du Artback. Denkst du, das muss ein Artback sein, aber das verflüchtigt sich dann direkt, also dann geht direkt weg. Und dann merkst du halt, dass du halt so ein, ja, ich denke, die muss die ganze Zeit an geräucherte Erdbeeren denken, aber eigentlich gibt es das ja nicht, ne? Oder vielleicht Erdbeeren grillen kann man, glaube ich, auch nicht, wird direkt matschig vermutlich. Aber es riecht krass nach Erdbeeren. Es ist wirklich Erdbeeren und Rauch. Und auf Artback bin ich gekommen, weil der Rauch auch so süß riecht. Das ist ein sehr, sehr süßer Rauch. Ich habe auch so ein bisschen dieses Teegebäck. Kennt ihr dieses, es gibt so ein relativ weiches Teegebäck, wo so ein bisschen so Trockenfrüchte und sowas drin sind. Oder so Orangeat und Zitronat oder irgendwie so kandierter Ingwer, irgendwie sowas. Das isst man zum Tee. Oder zum Kaffee kann man halt auch essen, aber so in die Richtung, finde ich, geht das. Da muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, an so ein, ist so wie so ein weicher kleiner Kuchen, ne? So ein bisschen wie Panettone. Kennt ihr das? Das ist so italienischer Weihnachtskuchen oder sowas. So ein bisschen in die Richtung, finde ich, geht das. Der Rauch ist auch super dezent, ne? Also der hat Rauch. Müssen wir mal hier nochmal Handrückentest machen. Ja, auf der Hand ist schon krass Rauch, ey. Bin ja mal gespannt. Also in der Nase finde ich, ist der Rauch sehr zurückhaltend. Es riecht wirklich sehr fruchtig, es riecht nach Erdbeeren. Es ist ein sehr süßer Rauch, aber der ist halt eher so im Hintergrund. Du hast so ein bisschen diesen weichen Früchtekuchen, Teegebäck, keine Ahnung was. Und so irgendwie so ein gleich leicht dezente Holznote. Aber so ein bisschen so eher so frisch geschnittenes Holz, ne? Wenn du so im Wald sogar den Baum sägst. So ein bisschen so in die Richtung.
Vielleicht ein bisschen Harz noch mit dabei, aber ansonsten, also von der Nase her, holt mich das Ding schon ab. Gefärbt ist er auf jeden Fall nicht, steht nichts drauf. Da hatte ich nämlich gerade schon mal nachgeguckt, habe ich aber nichts gefunden, weil, also hier ist die Farbe halt echt, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwo noch, ich habe noch den Bomo 18 hier stehen, sehe ich gerade. Den kann ich mal eben kurz zeigen als Vergleich. Guckt mal, Bomo 18 und Bomo 19, da sehe ich gar keinen Unterschied. Der ist gefärbt, der nicht. Sieht farblich für mich gleich aus. Tja, andere Fässer benutzt. Geben die Weinfässer vielleicht mehr Farbe ab als die Sherry- oder Rosefässer. Naja. Gucken wir mal, wie das Zeug so schmeckt, würde ich sagen. Also Slangerkinders. Geil. Der ist richtig geil. Der schmeckt so lecker. Der schmeckt so toll nach Erdbeeren, Kirschen, nach so einem Beerenkompott vielleicht. So eine richtig dicke Süße dabei. Dann dieser extrem süße Rauch, der schön intensiv ist, der sich da drüber legt. Und das einfach so ist immer so ein Wechsel. Das geht so auf und ab. Du hast Kirschen, Erdbeeren, Rauch. Kirschen, Erdbeeren, Rauch. Dann hast du vielleicht mal nur Kirschen. Dann hast du wieder den Rauch. Und das. Boah, ist das lecker. Boah, und gefährlich vor allen Dingen. Richtig gefährlich. Das riecht auch. Wenn du jetzt probiert hast, riecht es auch einfach richtig krass jetzt. Also die Rauchnote kommt richtig krass durch jetzt. Also du musst, wenn du es zu Hause mal probierst, probier mal einen Schluck und dann riechst du nochmal dran. Dann riechst du so krass den Rauch. Boah, ist das Ding lecker. Du hast erst diesen Wechsel, diese roten Früchte, Kirschen, Erdbeeren, Rauch. Und wenn es dann zum Abgang hingeht, dann wird so. Hast du so ein bisschen so einen ganz leicht mehligen Apfel, würde ich sagen. Könnte auch so ein Bratapfel oder sowas sein. So in die Richtung geht das. Und dann erinnere ich mich da die ganze Zeit an Grillen. Als wenn ich draußen sitzen würde und grillen würde. Und dann kommt wieder diese Süße. Also echt so, das wechselt halt die ganze Zeit. Es geht so auf und ab und auf und ab. Und dann zum Abgang hin. Der Abgang ist einfach irre süß. Da kommt so eine richtige Süße und das verteilt sich hier überall. Hier ist alles, es ist so süß und leicht trocken. Das ist echt gut. Also, geiles Ding. Hat auch so einen leicht öligen Moment, finde ich einfach. Und jetzt, wenn du jetzt nochmal dran riechst, nach dem zweiten Schluck, finde ich, kriegt der noch so Zitrusaromen, so Orange mit dabei. Also, super geiles Teil. Da hätte man eigentlich mehr Flaschen von kaufen müssen für 99 Euro, ganz ehrlich. Wisst ihr, das ist so, das ist halt sowas, dann hast du das Ding gekauft, dann machst du halt auf und denkst so, boah, ist das geil, und dann ist das halt, ja, nicht mehr im Angebot oder gerade vergriffen oder nicht lieferbar oder da kommt noch irgendwas nach oder du musst halt irgendwo noch einen Zweitmarkt holen, also Wahnsinn. Also jeder, der das Ding zu Hause hat, macht das Ding auf und probiert das, das ist geil. Einfach nur geiles Zeug. Vielleicht haben sie auch beim 21er einfach blöde Fässer von denen genommen. Vielleicht waren die Fässer nicht mehr so geil oder so. Das kann man ja gerade alles so schlecht beurteilen. Aber das ist ein geiles Zeug. Mein Gott, ist das lecker. 5 Daumen hoch, Leute. Wenn ihr die Buddel zu Hause habt, macht das Ding auf, probiert das Zeug. Ey, echt geil lecker. Wirklich. Das ist jetzt schon der zweite Bomber, den ich richtig geil finde. Aber wie gesagt, bei dem 21er, das war irgendwie, das war nicht mein Ding. Das war nicht lecker, da hat irgendwas gefehlt. Vielleicht haben die an komische Fässer genommen oder so. Aber das Ding hier, guck mal, das ist nur 2 Jahre Unterschied und über 100 Euro Preisunterschied. Wahnsinn, oder?
Also, wie gesagt, das Ding, wenn ihr zu Hause habt, macht das auf. Oder wenn ihr irgendwo noch überlegt, soll ich das trinken oder nicht, das kann man trinken, das ist super lecker. Super leckeres Zeug, das ist ein Ding. Wenn ihr mit deinen Jungs irgendwo sitzt, machst die Buddel auf, ist das Ding weg. Das geht direkt weg. Also, das ist krass, wirklich. Also, mich flasht das gerade total. Finde ich, ist ein richtig, richtig geiler Whisky. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr noch so ein paar Flash-Erlebnisse bekomme, aber es ist ja schon der zweite, wie gesagt, der zweite Bowmore, der mich richtig geil abholt dieses Jahr. Cool, gefällt mir richtig gut. Also, über euer Feedback würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Buddel selber schon gehabt habt. Wie gesagt, den gibt es ja schon länger auf dem Markt, viele werden ihn schon probiert haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich selber Feedback freuen. Ansonsten folgt mir gerne bei Amazon, Ich bin schon im Amazon-Tunnel, weil das einfach eine Amazon-exklusive Abfüllung ist. Nee, wenn ihr Bock habt, folgt mir gerne bei Instagram oder bei Facebook. Kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal supporten bei Patreon, bei Ko-fi oder direkt hier unten drunter YouTube-Kanalmitglied werden. Ab 4,90 € seid ihr dabei und ihr supportet meinen Kanal hier. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friend Newster Z.